Aufgabe 30, Mechanik 1, Aufgabensammlung IAM, Kapitel 1. Wir sollen den Cosinus zwischen den gegebenen Vektoren u und v bestimmen. Wir gucken uns das Skalarprodukt an. Die Definition des Skalarproduktes u mal v ist gleich u-Betrag mal v-Betrag mal Cosinus Alpha. Damit kann ich sagen, Cosinus Alpha ist das Skalarprodukt der Vektoren u, v dividiert durch u-Betrag und v-Betrag. Kann man nicht ganz lesen. u-Betrag, v-Betrag. So, das Skalarprodukt ist also u1-v1, ja, können wir auch u I, V, I hinschreiben, wenn wir das wollen. Ich glaube, wir können das aber auch gleich lassen und das Ding sofort einsetzen. Das ist minus 6 mal 3 plus 10 mal 2 minus 5 mal 8. Man sieht es ja direkt darüber, den ersten mit dem ersten, den zweiten mal dem zweiten, den dritten mal den dritten. Und im Nenner haben wir dann die Wurzel aus 36 plus 100 plus 25, die Komponenten also quadriert. Und hier die Wurzel aus 9 plus 4 plus 64. Minus 38 dividiert durch die Wurzel 161 und die Wurzel aus 77. Ja, das ergibt das Ergebnis. Minus 0,34129 wird auf vier Stellen gerundet. Minus 0,3413 und entspricht einem Winkel. Alpha ist dann eben der Arcus Cosinus von diesem Wert. Minus 0,3134129 und das wären dann 70,04 Grad. Also ziemlich genau 70 Grad. Ja, das Ergebnis, was hier gesucht ist, ist der Cosinus, nicht der Winkel. Also das hier ist das gesuchte Ergebnis. Und nochmal das Skalarprodukt sind die erste Komponente mal der ersten, plus die zweite mal der zweiten, plus die dritte mal der dritten. Der Betrag eines Vektors ist die Wurzel aus den Komponenten zum Betrag. Und wenn ich eben das Skalarprodukt durch die Beträge der Vektoren teile, bekomme ich den Cosinus. Ja, das wäre die Aufgabe 30.